Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Vorstellungen Kersten Reich von Lernenden vor dem Hintergrund einer konstruktivistischen Lerntheorie entwickelt. Reich betont in seinen Publikationen mehrfach, dass Lerner Konstrukteure ihres Wissens seien. Dies begründet er mit einer lerntheoretischen Argumentation. Die Pädagogik habe im Wesentlichen drei Grundmuster zur Erklärung von Lernen hervorgebracht. Erstens sei Lernen als Abbildung begriffen worden. Der Lernende hätte in dieser Konzeption nur die Aufgabe, kanonisierte Vorgaben zu reproduzieren und sich dementsprechend an der Autorität des Lehrenden zu orientieren. Die zweite prominente Gruppe von Lerntheorien begreife Lernen als Aneignung. Diese Vorstellung lasse prinzipiell das Erlernen unterschiedlicher Angebote zu. Allerdings behauptet sie aber eine Anhäufung von Wissen, die zu einer höheren Rationalität führe. Die dritte Möglichkeit sei es, Lernen als Konstruktion zu begreifen. Jeder Lerner werde hierbei als Konstrukteur seiner Wirklichkeit aufgefasst, welche er vor dem Hintergrund seiner Erfahrung erzeuge. Dabei sei er nicht vollkommen frei, sondern immer an die Konventionen seiner Zeit gebunden. Mit Piaget, Vygotsky, Dewey und Brunner benennt Reich vier Vordenker dieser Ströme. Als Quintessenz aller Ansätze hebt Reich die Erkenntnis hervor, dass die Basis für Lernprozesse das imaginäre Begehren der Lernenden sei, in dem sich ihre inneren Antriebe, Wünsche und Emotionen ausdrückten. Damit weist er der affektiven Ebene von Lernmotivation eine hohe Bedeutung zu und vermeidet kognitivistische Verengungen des Lernbegriffs. Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass diese, so Reich wörtlich, eigenen Werte, Überzeugungen, Muster und Vorerfahrungen einsetzten, um ihre Wirklichkeit zu konstruieren. Reich nennt hier den Begriff des Experience, welcher gut ein ausdifferenziertes Erfahrungskonzept des amerikanischen Pragmatismus beschreibt. Dabei sei es wichtig, dass sowohl seine eigene als auch eine fremde Perspektive auf den eigenen Lernprozess eingenommen werde. Gerade die interaktive Seite wird von Reich stärker betont, als er es bei den vorher genannten Konstruktivisten wahrnimmt. Lernen sei nicht nur ein kognitiver Vorgang. Lernfortschritte seien erreicht, so Reich wörtlich, wenn ein Lerner sich in seinen sozialen, kulturellen Kontexten bewusst beobachten und reflektieren kann, um nicht blind alles zu lernen, was er vorfindet. Zitat Ende. Die Konfrontation mit den Weltkonstruktionen anderer, die einen Lernprozess erst ermöglichen, bezeichnet Reich als imaginäre Spiegelung. Das Primat der Beziehungsseite für Lernprozesse führe auch dazu, dass immer eine Form von Unsicherheit bleibe und das Ergebnis nicht vorausgesagt werden könne. Für den Lernenden erwachse hieraus die Aufgabe, das Lernen zu lernen. Damit meint Reich, dass die Vermittlung formaler Lernkompetenz ein wachsendes Gebiet der Didaktik werde und metakognitive Strategien geschult werden müssen. Reich grenzt sich von den klassischen Vorstellungen, die Lernen als Abbildung oder Aneignung verstehen, ab. Er plädiert dafür, Lernen als Konstruktion zu betrachten und schließt an Theorien von Piaget, Brunner, Vygotsky und Dewey an. Die Quintessenz dieser Theorien bestehe darin, das imaginäre Begehren des Lernenden, also seine Wünsche und Emotionen, als Basis erfolgreicher Lernprozesse zu konzipieren. Im Gegensatz zu den genannten Vordenkern betont Reich jedoch die interaktive Seite des Lernprozesses. Das Imaginäre sei zwar individuell, aber dennoch die Interaktion mit anderen erworben. Die Konfrontation mit den Weltkonstruktionen anderer bezeichnet Reich als Spiegelung. Aus der hohen Relevanz der Spiegelung leitet Reich ein Primat der Beziehungsebene ab. Dies führe aber auch dazu, dass man die prinzipielle Offenheit von Lernprozessen eingestehen müsse. Für den Lerner erwachse hieraus die Aufgabe, das Lernen zu lernen. Kersten Reich grenzt seine Vorstellung von Lernen von klassischen Lerntheorien der Abbildung und Aneignung ab. Auf Basis einer konstruktivistischen Lerntheorie stellt er die hohe Relevanz affektiver Lernmotivation heraus. Das imaginäre Begehren der Schülerinnen und Schüler wird zur Basis erfolgreicher Lernprozesse erklärt.
Dieses Begehren wird für Reich in der Interaktion mit anderen erworben, wodurch der Lernende vor allem als soziales Wesen konzipiert wird. An diesem Bild der Schülerinnen und Schüler kann kritisiert werden, dass trotz des holistischen Ansatzes, der zwischen den Zeilen durchschimmert, der Prozess des Lernens selbst nicht genauer beschrieben wird. Wie die Spiegelung alternativer Weltkonstruktionen zu Lernfortschritten führt, bleibt unklar. Das entscheidende Moment des Lernens verbleibt somit als Black Box.